Hallo ihr Lieben, heute drehen wir endlich die lang ersehnte Roomtour. Ich zeige euch heute das Wohnzimmer und den Flur zeige ich euch heute und die restlichen Räume dann in einem anderen Video, weil sonst denke ich mal, wird das Video zu lang und dann ist es auch irgendwann zu langweilig. Ja, wie ihr wisst, sind wir ja so vor 2 Monaten ungefähr in diese Wohnung gezogen und sind auch jetzt richtig froh, dass wir umziehen konnten, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Ja, zu der Wohnung nochmal, die hat 120 Quadratmeter, ist halt ziemlich groß, hat 4 Zimmer, Küche, Bad mit Garten und Garage haben wir dabei, einen kleinen Hof, ja, wo auch 3 Autos hintereinander passen. Das finden wir auch sehr gut, wenn wir halt Besuch bekommen, dass man da nicht immer auf der Straße parken muss, weil meistens bekommt man da ja eh keinen Parkplatz. Ja, und wir haben halt einiges an Möbel neu kaufen müssen und wollten auch teilweise neue Möbel haben für diese Wohnung. Und ja, und jetzt fangen wir einfach mal an und ich zeige euch alles. So, wenn man hier ins Wohnzimmer reinkommt, ist man erst an diesem Essbereich hier. Der Tisch ist, den haben wir uns neu gekauft. Da war uns auch wichtig, dass es ein Tisch ist zum Ausziehen, weil wenn wir Besuch bekommen oder Kindergeburtstag feiern, dass wir den halt richtig schön lang machen können. Die Stühle, die sind noch von der alten Wohnung. Da haben wir halt nur 2 Stück dazu gekauft, weil wir nur 4 Stück hatten und auch nur 4 Stück in der alten Wohnung aufstellen konnten. Hier haben wir so eine gewellte Lampe geholt für über den Tisch, weil Luisa macht immer an diesem Tisch Hausaufgaben. Und dann wollte ich halt eine Lampe, die direkt über dem Tisch ist, damit man auch genug sieht bei den Hausaufgaben. Das Rosenbild, das hatten wir auch schon in der alten Wohnung. Da erinnert ihr euch bestimmt daran. Ja, wie gesagt, wir haben das Wohnzimmer, den Flur und unser Schlafzimmer haben wir verputzen lassen mit so einem Naturputz. Und ja, das sind die 2 Heizungsknöpfe von der Fußbodenheizung, die ich eigentlich ziemlich hässlich finde. Die standen auch ein Stück vor und der Verputzer hat das jetzt ziemlich bündig gemacht. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Aber ja, wie gesagt, wir brauchen die ja wegen der Fußbodenheizung. So, hier haben wir unsere Wohnzimmerwand, die haben wir auch neu gekauft, weil in der alten Wohnung hatten wir diese Wohnwand mit diesen 2 Hängeschränken, was auch sehr schön war. Aber weil wir die Wand halt neu verputzt haben lassen, wollten wir keine Löcher mehr in den Wänden haben. Und deswegen haben wir uns halt für eine Wohnwand entschieden ohne Hängeschränke. Was auch ziemlich schwierig war, weil die meisten Wohnwände waren halt mit Hängeschränken, was auch jetzt, ich finde es auch sehr, sehr schön, aber wie gesagt, wir wollten es jetzt nicht mehr, weil wir die Wand halt mal verputzt haben lassen. Ja, ich habe jetzt diese Lichtleisten schon angemacht, die finden wir auch sehr toll. Wenn wir dann abends am Fernseher sitzen, machen wir die halt dann immer an, weil es so ein indirektes Licht ist. Was ich sehr schade finde, dass hier keine Lichtleiste ist, aber es gab es halt leider nur ohne Lichtleiste. Ja, das ist halt so Hochglanz und diese Front hat die gleiche Farbe wie unser Esstisch und auch unser Wohnzimmertisch. Ja. Hier geht es halt raus zum Garten. Es ist jetzt dunkel, deswegen kann man es jetzt nicht sehen, aber wir drehen bestimmt noch einige Videos im Sommer im Garten und dann werdet ihr das auch sehen. Ja, hier den Teppich haben wir auch neu gekauft. Der ist von Ikea, so einen ähnlichen hatten wir auch in unserer alten Wohnung gehabt. Ja. Hier ist unsere Couch, das ist noch unsere alte Couch, weil die ist auch erst 2 Jahre alt, deswegen haben wir die halt wieder mitgenommen, weil da ist jetzt auch gar nichts dran oder so, dass wir die hätten müssen neu kaufen. Ja, wie gesagt, das ist unser Wohnzimmertisch, finde ich ganz gut, der hat unten so eine Ablage und ist auch nicht durchgängig, also man kann auch nicht sehen, was auf der anderen Seite liegt. Weil da haben wir halt unsere ganzen, habe ich halt hier so ein Körbchen gemacht und habe halt da unsere ganzen Fernbedienungen reingelegt. Und das finde ich ganz gut, das kann man halt von der anderen Seite gar nicht sehen. Ja. Dann haben wir für unser Aquarium brauchten wir auch einen neuen Schrank. Der Schrank hat auch diese Hochglanzfronten wie unser Wohnzimmerschrank. Ja, fand ich halt auch, dass der sehr gut zu unserer Wohnzimmerwand gepasst hat. Deswegen haben wir uns für diesen entschieden. Ja. Und ja, hier habe ich noch so eine Wetterstation. Die habe ich mir mal zu Weihnachten geschenkt. Finde ich ganz schön, weil die Farben da so bunt sind. Gardinen, das sind die gleichen Gardinen, die wir in der alten Wohnung hatten. Nur hier in der Wohnung haben die leider nicht mehr gepasst.
aber ich habe die gleichen ganz einfach nochmal in einer kleineren Größe gekauft. Ja, das Bild, das haben wir hier neu gekauft. Das hatten wir in der alten Wohnung nicht. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Produkten habt, stellt ihr uns einfach unten in die Kommentare und dann werde ich die einfach beantworten. Ja, dann haben wir hier so eine Deckenlampe, weil die ziemlich hell ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht. Das ist eine, die hat so einen Glitzereffekt, die Lampe, aber ich denke, man sieht das sehr, sehr schlecht in der Kamera. Die hatten wir in der alten Wohnung auch schon und die haben wir halt nochmal in klein auf der anderen Seite. Das ist auch mit so einem Glitzereffekt, aber ich denke, man sieht das in der Kamera sehr, sehr schlecht. Aber falls ihr es wissen wollt, die ist, glaube ich, ja, die haben wir im Bauhaus gekauft. Ja, hier geht es dann zur Küche. Was ich auch sehr gut finde, dass eine Tür in der Küche ist, weil ich mag es halt nicht mit diesem Essensgeruch, weil wenn man kocht, riecht ja, das riecht halt ja immer, ist ja auch ganz normal. Aber wenn man da keine Tür drin hat, dann riecht halt das ganze Wohnzimmer nach dem Essen. Das mag ich halt nicht und deswegen, wenn ich koche, mache ich immer die Tür zu. Und ja, aber dass das so nah beieinander liegt, finde ich sehr gut. Und dann kann man direkt das Essen hier hin servieren und dann auch ihr Essen. Das finde ich schön. Und jetzt gehen wir in den Flur. So, hier sind wir jetzt im Eingangsbereich. Hier diese Kommode, die haben wir auch neu. Da haben wir jetzt auch für so eine helle Kommode entschieden, weil einfach, ja, ich finde die dunklen Möbel, die hatten wir sonst gehabt, die schlucken halt sehr viel Licht und ja, haben uns halt dafür entschieden. Das Bild, das ist auch noch von unserer alten Wohnung, das hatten wir sonst im Wohnzimmer hängen. Ja, dann haben wir hier zwei neue Teppiche, da hinten liegt einer und hier vorne. Die sind halt ziemlich dick, die Teppiche, haben wir uns bewusst für entschieden, weil hier im Flur haben wir haben überall Fußbodenheizung, außer in den Schlafräumen und halt im Flur nicht. Und weil es sonst ziemlich kalt hier auf dem Boden ist, ja. Hier vorne habe ich so zwei Schmutzfangmatten, ganz dünne, weil jetzt Winter ist und ja, wenn man reinkommt, dann hat man nasse Schuhe und dann sind gleich die weißen Fliesen total versaut. Deswegen habe ich hier so zwei Stück hingelegt und ja, hier habe ich zwar noch eine liegen, die legen wir aber jetzt nur im Winter dahin. Im Sommer werde ich die wieder wegnehmen. Das ist jetzt nur, weil man wirklich von draußen kommt. Die Schuhe sind total dreckig und dann ist hier alles sofort dreckig. Ja, ja, hier haben wir so eine durchsichtige Gardine uns geholt, weil hier geht es zu unserem Hof hin. Und da kann sowieso niemand reingucken und ich fand das halt schöner mit so einer durchsichtigen Gardine, weil wie gesagt halt auch wegen diesem Licht im Flur. Weil ich möchte jetzt nicht so einen ganz dunklen Raum haben und deswegen haben wir uns halt für diese durchsichtige Gardine entschieden. Ja, und hier vorne haben wir noch so eine kleine Bank stehen. Das ist einfach so eine ganz normale Schuhbank, da kann man ein paar Schuhe reintun und hier oben hat das so eine Klappe. Was im Moment ziemlich unordentlich ist, da schmeißt Luisa immer ihre Schals und Mützen rein oder unsere Sachen kommen da auch rein. Aber es ist halt ziemlich praktisch für den Winter, kann man da direkt seine Sachen reintun. Ja, hier das ist unsere Haustür, unser Eingangsbereich. Und jetzt gehen wir noch in den hinteren Teil. So, wie gesagt, hier haben wir auch den gleichen Teppich wie da vorne. Und hier ist unsere alte Garderobe, die hatten wir auch schon in der alten Wohnung, aber die haben wir behalten, weil ich finde die eigentlich ganz schön. Hier oben ist ein Spiegel und hier passen noch einige Jacken dran. Dann haben wir hier einen kleinen Schuhschrank. Den haben wir eigentlich nur genommen, weil wir die Fritzbox hier oben lagern müssen, weil die sonst bei Luisa im Zimmer, da ist der Anschluss halt von der Fritzbox und das wollten wir nicht, deswegen haben wir dann Kabel hier entlang gelegt und haben die dann hier hingetan, wegen den ganzen Kabeln, weil sonst würden die hier überall rumfliegen. Deswegen haben wir hier einfach hier so in der letzten Schublade die ganzen Kabel reingetan und versteckt. Und deswegen haben wir eigentlich nur den Schuhschrank geholt. Ja, dann haben wir hier noch so eine glitzernde Lampe. Ich mache jetzt mal kurz das Licht aus, dann sieht man das nämlich ganz gut. Ja. Die haben wir abends immer an. Weil dann ist im Flur immer Licht, aber das Licht ist halt nicht so hell. Und die hat mir jetzt richtig gut gefallen und die haben wir auch in Lauras Zimmer. Laura hat die auch direkt gut gefallen, dann haben wir die auch geholt.
Ja, dann hier ist Luisas Zimmer. Und hier ist Gäste-WC und hier ist Abstellraum. Die Vase, die ist noch von der alten Wohnung. Und hier diesen Schrank, den haben wir auch neu. Das ist der gleiche wie vorne, nur ein bisschen kleiner. Weil wir brauchen halt wieder einen Schrank, wo wir den Towerbridge draufstellen. Und ja, die stand halt sonst auf diesem dunklen Schrank in unserer alten Wohnung. Aber jetzt kommt die auch viel besser zum Vorschein durch dieses helle Holz. Ja, das Bild, das ist auch noch von unserer alten Wohnung. Und hier ist dann unser Badezimmer und unser Schlafzimmer. Ja, hier haben wir noch so ein Bild hängen. Das sind, ja, das Laura, es fehlt uns noch eins. Das Laura noch ziemlich klein. Vielleicht kommst du mal ziemlich nah. War Kommunion, hier war, da haben wir standesamtlich geheiratet. Mit so ein kleines Bild da hängen von uns. Und ja, da fällt mir gerade ein, falls ihr mal Interesse habt, vielleicht, dass wir mal ein Video drehen oder beziehungsweise Videos euch zeigen, wo Luisa noch klein war oder Bilder zeigen, als Luisa noch klein war, dann schreibt es uns doch einfach in den Kommentaren, falls ihr Interesse daran habt, dann machen wir auch mal so ein Video. Ja, das war's mit der Roomtour. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare oder auch gerne wieder Videowünsche, darüber freuen wir uns echt riesig. Und ja, das war's dann mit dem Video. Ich grüße gleich noch zwei Leute und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wie immer möchte ich zwei Leute grüßen. Einmal Enderzul LVD, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, und Celine Tam. Hallo ihr Lieben!